Freunde, wunderschönen guten Tag. Ich möchte euch heute jetzt kurz zeigen, wie ihr die Konsole aktiviert. Das funktioniert genauso wie in dem Vorgänger Landwirtschaftssimulator Teilen. Ihr geht wieder auf Explorer, ihr geht wieder auf Dokumente, auf MyGames, Farming Simulator 2019 und nachher habt ihr die Game XML-Datei. Rechtsklick, Notepad++, öffnen. Hier habt ihr Development stehen und ich habe das schon auf True gestellt. Standardmäßig steht das Ganze auf False. Ihr müsst es rauslöschen und dann auf True stellen. Das Wichtigste ist dann wieder Speichern und dann benötigt ihr die Zirkumflex-Taste. Das ist die Taste links neben 1 und zwar sieht man es hier ganz gut. Ich meine, komische Tastatur, aber hier die Taste ist die Zirkumflex-Taste. Da geht es hier nachher wieder auf den LS rein ins Spiel und dann habt ihr ein paar Befehle. Befehle technisch kann ich durchaus ein paar interessante zeigen. Da müsst ihr aber euch selber durchfuchsen, beziehungsweise gibt es im offiziellen Forum, meine ich, bin mir jetzt nicht 100% sicher, eine Liste der Befehle, wenn es nicht sogar ingame gibt. So, hier sind wir ingame, Freunde, mit der Zirkumflex. Da könnt ihr aber prüfen, ob das Ganze funktioniert hat. Ein Standardbefehl ist zum Beispiel set daytime, das ist hier aktuell ist 8.31 Uhr, wenn man hier 12 reinschreibt, ist es 12 Uhr. Das ist ganz nice. Was gibt es sonst noch? Mit der Tab könnt ihr nachher reingehen und durchtappen die Befehle Wildlife, Animal to Debug, Autosave, Autosave Intervall, Lean, den Charge zum Beispiel, Network Debug. Es hat hier irgendwo mal gegeben. Aha, da kann man einiges umstellen. Vorsichtig, sage ich ganz ehrlich, den Flyant noch hat. Genau, den GDS. Und nachher könnt ihr, das ist ziemlich geil, hergehen mit der J-Taste, Fliegen deaktivieren, also wie gesagt, die J, ich kann euch das nicht anders erklären, Fliegen aktivieren, mit Q und mit E könnt ihr langsamer, also rauf und runter, und mit Shift funktioniert jetzt nicht, okay, egal, Shift könnt ihr schneller, das funktioniert nicht, aber wie gesagt, was funktioniert ist, dann dementsprechend hier die J-Taste, das funktioniert ganz gut, genau. Somit habt ihr die Konsole aktiviert. Das könnt ihr wieder deaktivieren, wenn ihr sagt, ihr braucht die J-Taste. Oder... Aha, doch, was mit Shift funktioniert, ist schnell rauf und runter. Das funktioniert mit Shift. Das ist langsam, mit Shift ist schnell. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Wer mal drüber fliegen möchte, wer Aufnahmen machen möchte und so weiter und so fort, für den ist es hier jetzt perfekt möglich. Ja, dann war es das schon wieder. Weitere Befehle, wie gesagt, könnt ihr hier durch... mit Tabulator. Da habt ihr die Möglichkeit, einfach zu gucken, wie und was. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Probieren und beim Austesten der Konsole. Ein mega heftiges Tool für diverseste Dinge, um den LS19 wieder ein bisschen anzupassen, wie man das selber möchte. Fliegen ist nämlich für Mod-Verstellungen extremst nice. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Tutorial. Wenn es euch geholfen hat, gerne Bewertung, Feedback im Kommentarbereich oder ein Like. Dann sage ich Dankeschön. Tschüss.